Ja, guten Tag. Ich liege hier fest mit meinem Wagen. Könnten Sie mir bitte helfen? Nein. Bitte? Nein, jetzt hält er die Schnauze! Hallo Freunde und willkommen bei Max Spät Shop. Ja, warum spät? Ist halt spät! Haha! Mann, war ich wieder witzig. Warum bin ich heute hier? Warum haben wir uns hier heute versammelt? Wir haben jetzt Mittwochabend. Da vorne fährt der Toledo gerade vor der Halle rum. Gerade tatsächlich Interessenten für den Wagen, die gerade Probe fahren. Ich habe ein gutes Gefühl, ich glaube, ich mag die Kiste. Aber irgendwie fahren hier nur ein Gewerbegebiet. Die haben Kennzeichen dran, die können auch auf der Autobahn fahren und so. Auf der Autobahn zu weit weg, lass mal stecken. Naja, egal, pass auf. Es geht heute in diesem Video um meinen persönlichen Lieblingscontent. Ihr kennt das ja mal, Lieblingscontent. Das ist bei mir eigentlich immer irgendwelche alte Scheiße, die eigentlich kaputt ist, wiederbeleben. Und das ist heute der Plan tatsächlich. Ich weiß nichts und ich hoffe, dass die Tatsache, dass ich nichts weiß, ist eine gute Tatsache. Ich hoffe, das Ding läuft nachher. Es geht um den Camaro hier. Meine Gurkenberlinetta Spezial mit Vergaser V8 drin. Warum soll das Ding nicht laufen? Keiner weiß es. Mit der Wartburg-Unterlage, die es aufhält. Hier kommt die wieder angetuckert mit dem Toledo. Aber die werden ihn, glaube ich, mögen. Bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall, na gut, geht gleich weiter, wenn ich das Thema der Jungs durch habe. Dann sehen wir auch, ob weggeht oder nicht weggeht. Kukikowski, bis gleich. So Freunde, ist ein bisschen später jetzt. Toledo ist verkauft, also hat funktioniert. Er ist weg. Schade eigentlich. Ich werde ein bisschen vermissen, weil der halt schon lange Teil dieser Halle schon ist mittlerweile. Ja, ich habe schon eine lustige Cola hier vorne hingestellt. Da. Ah, so eine Tüdelige da. Hab ich geschenkt bekommen. So, mein Freund, was ist los mit dir? Meinst du, du läufst noch? Tatsächlich will ich, bevor ich in Leerräume probiere, ob er läuft. Die Frage ist jetzt nur, ob er auch Sprit kriegt und ob der Tank noch was taugt. Der Wagen steht seit 10 Jahren, das heißt, der Sprit, der kann richtiger Müll sein in dem Auto. Und dann habe ich sowieso mega viel Glück mit Tanks. Fahren wir, glaube ich, nicht, weil er sollte ein Problem haben mit dem Gestänge. Von der Automatik her, die Hebel soll nicht richtig funktionieren. Schlüssel steckt auf jeden Fall, das ist schon mal ein ganz cooler Anfang. Wir sollten mal im Öl gucken, Wasser gucken, diese ganze Scheiße, ob da alles drauf ist. Aber Wasser, was ich ist viertelvoll, schon geguckt. Tankanzeige schlägt auch noch aus. So irgendwie bei, ist das? Keine Ahnung, auf jeden Fall zeigt dir was an. Klingt jetzt ein bisschen dämlich, weil ist wirklich dämlich für euch jetzt, aber diese Ambi-Tankanzeigen, wenn du die Dinger ausmachst, die bleiben immer da stehen, wo sie vorher waren. Die ist bei dem hier auch, siehst du? Das ist noch ein bisschen auf Drehzahl. Bis zur Antifunktionopel. Ich weiß, ihr seht eben den genauso wenig wie ich. Und das Ding ist auch voll eng und tüdelig und rödelig. Und der Sitz ist eng und furchtbar. Geil an der Kiste ist folgendes. Ihr habt Fensterkurbeln. Das habe ich noch nie gesehen beim Camaro. Fensterkurbeln. Und elektrische Sitze. Hier, E-Sitze, aber Fensterkurbeln. Also ausstattungsmäßig läuft bei der Gurke. Gut, ich bereite mal dem alles vor. Und dann will ich mal gucken, ob wir das eben ein bisschen latschen kriegen, das Ding. Wir sollten mal einen Vergaser schenken, ob der Gashoch alles frei ist. Wir sollten mal einmal einen Hammer auf den Vergaser raufklopfen, dass er schon mal Nadelventil einmal ein bisschen hüpft, damit er nicht überläuft gleich. Und dann gucken wir erstmal, ob er so eventuell anspringt. Ohne, dass wir irgendwelche Scheiße da reinlegen. Und wenn nicht, muss einen separaten Tank legen mit einem Schlauch. Und dann muss er halt einen Schlauch den Scheiß da machen. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Tank im Müll ist von der Kiste. Bei den ganzen Opels habe ich das letzter gemerkt jetzt. Aber anderweitig, ich glaube, bei dem hier könnten wir Glück haben. Weil der ganze Tank sieht allgemein ziemlich gut aus. Oh, abgeschlossen. Oh, guck mal, Tankanlüftung am Deckel. Das ist schon mal ganz gut. Da wird er wahrscheinlich nicht verrostet sein von innen. Der hat auf jeden Fall einen Metalltank. Das weiß ich von meinem anderen Camaro noch. Das Gute ist, der hat keine E-Pumpe. Mal reingucken so ein bisschen. Sieht sauber aus, wenigstens, was ich besser sehen kann. Klingt komisch, aber das Rohr ist relativ gerade. Das heißt, er riecht nach altem Sprit. Das ist schon mal ein sehr schlechtes Zeichen. Das wird er sicherlich jetzt lieben, dass ich mit der alten Plöre versuche anzuschmeißen. Aber ich will mal gucken, ob ich ihn wirklich jetzt einfach so... der Wagen wurde in diese Garage reingefahren damals. Ne? Und ich glaube ihm das auch, wo mir erzählt hat, dass es so passiert ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, wenn wir ganz, ganz, ganz viel Glück haben, dass die Karre auch so wieder anspringt mit dem Sprit, der früher drin war. Das heißt, ich habe schon mal vorgearbeitet, man kennt ihn. Jetzt hole ich mir erstmal ein neues Dings hier, weil das ist ein bisschen scheiße, ein bisschen hinderlich beim Arbeiten. Aber ich habe schon mal vorgearbeitet, den Vergaser auch schon mal abgeschraubt, den Deckel schon mal. Oben, das ist der Luftfilter.
Der ist ziemlich verschimmelt und ein ziemliches Freestyle-Scheißding. Seht ihr hier so mit Kurvenlüftung unten drin. So ein richtig billiger, amerikanischer, gurkiger, nachrüstoffener Luftfilter. Und da ist der Vergaser. Aber bevor ich mich darauf einlasse mit euch, machen wir jetzt erstmal ein Lämpchen an. Also, wo fangen wir denn jetzt an, wenn wir diesen Camaro wiederbeleben wollen? Wir wollen natürlich den Weg des geringsten Widerstandes nehmen. Ich probiere natürlich erstmal das Billigste und das Einfachste. Einfach starten. So, aber vorher testen wir folgende Dinge. Erstmal checken wir, ob der Motor noch dreht. Habe ich schon mal gemacht, deswegen ist es mir relativ interessant, aber für euch. Guck mal, seht ihr diesen mega fetten Lüfter, der hier einfach rein festgemacht ist. Normal gibt es eine Visco-Kupplung, aber die fehlt bei der Kiste, wie man schon sieht. Und das ist eher ein bisschen strange jetzt. Weil das Ding hier, wenn der Motor läuft, wenn man da reinfasst, tschüss Finger, du musst noch ein bisschen anschärfen, dann ist das ein Fingermörder. Fragt ihr was in der Verteilung aber weg. Später, nicht jetzt. Ist uns jetzt gerade scheißegal. Also, unser Motor. Es knackt und wuppert und tuppert alles ein bisschen. Und der Riemen, der packt nicht so richtig. Aber hab gerade gesehen, ich habe gerade mit dem Gurkenriemen, der vorne noch ist, den Motor gedreht. Das heißt, unser Motor ist in Ordnung. Geil, er dreht. Also haben wir schon mal einen 5 Liter oder 5,7er V8, der dreht. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Smallblock 5,7er ist oder ein 5. Müssen wir gucken. Ich sehe meinen Motorcode irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo der steht. Dann muss ich mal die Tage mal hier meinen Kumpel Thorsten mit nerven. Der kennt die Dinger auswendig. Ich habe mir schon geschrieben. Sonst, rostmäßig hier, guck mal, Batteriekasten ist da, aber hier ist alles heile. Das sieht gar nicht mehr so übel aus, der Wagen. Lampe ist auch drin. Das der nächste Schritt ist, wir gucken mal Öl. Die Frage ist jetzt, wo ist bei dem Motor der Peitsch da? Getriebeöl brauchen wir nicht gucken. Wahrscheinlich wird es eh leer sein. Gucken wir es mal hier. Zack, das ist der Peilstab. Oh, voll. Und sieht noch nicht mal so alt aus. Übervoll. Warum übervoll? Weil das ganze Öl wahrscheinlich vom Kopf alles schon vom Kopf wieder abgesackt ist und wieder zurückgelaufen ist in den Motor. Alter, ist das ein scheiß Peilstab? Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Amis, Alter, Amis. Was ist los mit euch? Hier, guck mal. Es ist vorbei, jetzt kriegt den Peilschott nie wieder da rein. Jetzt schießt er aber jetzt immer mal Öl aus dem Loch. Oder kann man das ihm wieder austreiben? Oh Junge, ist das nervig. Ich brauche beide Hände. Okay, also Öl passt, Messstab. Den reinzufummeln ist ziemlich nervig bei der Karre. Jetzt gucken wir eben weiter. Kühlwasser ist hier. Taschenlampe sieht sehr leer aus, der Kühler. Grünes Wasser drin, halb voll ungefähr, bis hier. Bis hier ist er ungefähr voll, das reicht. Für den ersten Start reicht er, ich will ihn jetzt noch nicht warm laufen lassen. Gut, das reicht mir auch schon mal. Wenn er jetzt ganz voll machen will, ich ihn jetzt auch nicht. Genau, schmeiß weg den Mist. Schön. Übrigens, dieses Ding, was hier eingetüdelt wurde, gehört irgendwie zur Klimaanlage und ist irgendwie aus. Das ist mir jetzt gerade auch total Wumpe eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Braucht keine Sau. Ein bisschen schmeißen wir die Klimaanlage auch raus. Wir brauchen eine Klimaanlage, keine Sau. So, das haben wir jetzt durch. Habe ich schon mal gesehen, funktioniert. Lichtmaschine dreht, Motor dreht, wunderbar. Klimaanlage ist nicht angeschlossen, wird sie auch niemals. Perfekt. Problem bei der Karre ist aber eins. Wenn ich sehe, hier ist die Servopumpe. Ah, nee, die ist auch angeschlossen. Super, geil, die ist ja auch dran. Das sieht erst gar nicht so aus. So, Vergaser. Was hat denn für Vergaser überhaupt drin? Ein Holly-Vergaser. Holly, schlag mich tot, steht keine Nummer drauf. Boah, das ist ein ziemlich großer Vergaser, ne? Ganz normal, ist Doppelvergaser. Gängig alles. Sieht gar nicht mal so übel aus. Ja? Ich höre sogar die Dingsen. Ich höre sogar die Beschleunigerpumpe arbeiten. Das scheint nicht in Arsch zu sein. Guter Anfang. Weil das sieht schon sehr, sehr abgefuckt aus, das Scheißding. Kann das sein, dass der nachher überläuft? Ich weiß das nicht. Verteilerkappe ist heil. Sieht alles ganz gut aus. Alle Zündkabel sind dran. Schon mal ganz cool. Hier haben sie eben was mit der Kupferladung gegurkt, damit der Bremsverstärker wieder funktioniert. Naja, ist halt ein Umbau. Der Motor war ja original hier nicht drin. Das Ding war ursprünglich mal ein V6. Und ein V6 wollen wir ja nicht haben. Ich glaube, ein V6 hatte ich auch stehen lassen tatsächlich. War relativ langweilig. Obwohl, nee, ist ein Camaro. Ein Camaro ist ein Camaro. Auch mit 6-Zylinder. Scheißegal. Wir wollen nicht rassistisch sein hier. Gut, das haben wir jetzt durch. Öl ist drauf, Wasser ist drauf, Motor dreht. Was brauchen wir noch? Strom. Das ist das Ding. Automatikgetriebe, denke ich mal, wird trocken sein, schätze ich mal. Wird nicht viel drauf sein, das bezweifle ich. Dass da irgendwie noch ein bisschen Sprit oder irgendwas drauf lauert. Schätze ich, ganz egal nicht. Auf die Powerbank reicht, den anzubrücken, oder muss man den riesengroßen Schiebewagen nehmen? Batterie lassen wir drin als Puffer. Die alte scheiß Kackbatterie.
Also wenn der nachher läuft, ich werde das so feiern. Ich habe so Bock auf das Projekt. Ich meine, Camaro kenne ich mich allgemein ein bisschen mit aus. Ich habe ja selber schon so ein Ding. Das sind seit ein paar Jahren, ne? Dementsprechend sind die Griffe ein bisschen geübter. Aber der ist halt so anders. Der hat halt nichts. Der ist halt so ein bisschen so ein Mix aus meinem Pontiac, den ich da hinten noch habe in der Halle, mit einem Vergasermotor und einem Camaro. Das ist so ein Doppelklaus. Alter, zum Kotzen. Krieg ich den dran? Da, so. Das reicht im Leben nicht, das Ding. Auch wenn die riesengroß ist. Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn ich jetzt Strom drauf mache. Feuerlöscher steht. Da. Gut. Vorher merken. Wie viel die Karren hier abfackeln. Und damit die ganze Halle. Strom drauf. Es brennt noch nichts. Wir können ja mal testen, indem wir Benzin in den Vergaser reinkippen, ob der läuft. Wäre interessant. Soll ich mal gucken, ob er orgelt? Weil ich stelle mal auf den Ascona hier. Ich kann einfach mal gucken, ob er orgelt überhaupt. Ohne Pumpen, ohne alles, wegen beschleuniger Pumpe, einfach nur mal orgelt. Ja, zünde was an! Junge, stinkt das Ding! Boah! Voll den Schimmelklaus drin! Sitzeinstellung vom Sitz geht natürlich nicht. War klar. Ne. Alter, warte. Drehen wir ganz kurz. Also ich würde mal so sagen, Motor dreht. Anlasser ist in Ordnung. Boah, Junge. Boah! Ich muss mir vorstellen, steigt in der Karre ein, der sitzt hier erst ganz vorne, ihr müsst mit einem komplett verschimmelten Lenkrad kuscheln. Aber ich glaube so, technisch so, wenn der Motor läuft, habe ich gewonnen. Wie gesagt, ich habe für den Wagen 1500 Euro bezahlt. Das ist sehr günstig für einen Camaro. Deswegen habe ich ihn auch geholt, habe ich euch erzählt. Als günstig für einen Camaro. Nicht allgemein günstig, weil, wie gesagt, ist für mich halt momentan sehr viel Geld, aber allgemein sehr viel Geld, 1500 Euro, scheiß was drauf, also wirklich, ne? Das Thema daran ist halt für mich jetzt, wenn der Motor läuft, habe ich einen super coolen Deal gemacht, ein richtig schönes Projekt. Wenn er nicht läuft, habe ich ein dickes Problem. Dann habe ich nämlich ein riesengroßes Auto, was nicht fährt und ich durch hier gegenschieben muss. Deswegen ist für mich jetzt gerade auch so wichtig, dass der läuft. Deswegen bin ich jetzt gerade mit euch dabei. Das ist der Grund. Deswegen ist auch gerade kein Gordon oder irgendwas da, weil das mache ich jetzt alles parallel, damit es irgendwie funktioniert. Und Fakt ist auf jeden Fall, ihr habt gesehen, wir haben nicht genug Strom. Aber erstaunlicherweise, Lüftermotor im Auto funktioniert. Super Anfang. Was war noch gut? Er ist nicht abgebrannt. Die ganzen Lampen da drin gehen auch alle. Also die Theorie, dass der Wagen damals reingefahren wurde, die glaube ich. Ach so, übrigens, wenn dem Weg, den ich jetzt laufe, ich hole auch Wasser, ne? Kühlwasser. Füll ein bisschen was drauf. Ich glaube, wenn er dicht ist, das funktioniert, dann können wir ihn gleich warm laufen lassen. Hoffentlich. Alter, ich rede vom warm laufen lassen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Der Wagen wurde jetzt ehrlich gesagt, also ohne irgendwelche Lügereien oder Geschichten zu erzählen, weißt du, wegen Klicks und keine Ahnung was. Den mache ich hier nicht. Der Wagen hat sich original seit mindestens 10 Jahren in dieser Garage. Und da in diesem Auto hat sich seitdem nichts getan. Also oberinteressant, auch für mich. So, ich habe hier schon mal Kühlfrostschutz. Nagelneu. Das ist eins von meinen Geburtstagsgeschenken. Dankeschön, ne? Weil das Zeug, das ist tatsächlich so ein Zeug, das nimmst du eigentlich bei kaum einem Auto. Das ist genau das für ein Camaro halt. Das passt. Ich will ihn unbedingt laufen sehen, weil ich liebe Vergaser V8. Ich schwöre, ich liebe die Dinger wirklich, weil die vom Klang her so geil sind. Diese Einspritzer klingen so ein bisschen wie ein Staubsauger. Und die Vergaser-Dinger, die klingen halt cool. Yeah, was ein Geklecker. Bisschen noch. Lecker. Noch einmal eine Batterie testen. Also ich nehme mal kurz mit in den Innenraum, damit ihr auch mal wisst, was hier ran funktioniert, was nicht ran funktioniert. Also ich muss sagen jetzt, es ist ziemlich ekelhaft hier drin. Das ist eine meiner ersten hier, meine ersten Erkundungsdinger. Aber guck mal, mache ich Saft drauf. Er piept sogar nervig. Pass auf. Kann das noch wieder andere Camaro? Oh ja, er kann nervig piepen. Ah, Ami-Autos, wie ich euch liebe. Und Licht kann er auch? Yo! Licht kann er auch, oder? Hinten auch? Junge, der kann sogar Licht. Ich glaube, der Wagen selber ist gar nicht mal so schlecht. Und der Innenraum ist so mega abgeranzt. Ich glaube, der Innenraum, der ist so ein bisschen so den,
den restlichen Wagen so schlechter wirken, als er eigentlich ist. Geht alles. Hat sogar Fernlicht an die Gurke, glaube ich. Cool. Schön. Schönikowski. Okay, weiter geht's. Das habe ich genug gelobt. Gas hoch hängt nicht. Oder? Nee, ich kann Gas pumpen. Gut. Der Wagen schog. Der hat manuellen Schog, glaube ich. Oh ja, hat er tatsächlich. Oha, du verrostet. Licht machen wir wieder aus. Dann gucken wir mal. Pump gerade ein bisschen. Ich bin gerade dabei, dass das Öl sich so ein bisschen verteilt. Gut klingt tut er auf jeden Fall nicht, ne? Also entweder klingt der Motor oberscheiße oder der Vergaser klingt oberscheiße. Der hier Anlasser klingt oberscheiße. Eins von beiden. Können wir ein bisschen Sprit reinkippen in den Vergaser. Einfach mal so ein bisschen auf Verdacht. Mal gucken, was passiert. Habe ich überhaupt Sprit da? Ich glaube, ich habe diesen Mini-Kanister ein bisschen Sprit. Diesen komischen hier. Ne, schön wär's. Ja, ich habe eine Idee. Wir brauchen eine Spüliflasche. In der Spüliflasche können wir was gurken. Dann machen wir uns mal so eine ganz kleine hier, ich reiß die Kiste an, Spezialüberbrückungs Anlage Dingsbums hier. Ich brauche nur leere Spüli. Ich fülle das euch mal um, das hier, wa? Das ist fast leer. Füllen wir das da um und dann passt das. Gut, Freunde. Ich habe noch Sprit gehabt. Kann man fast gar nicht glauben. Und nein, ich bin nicht an Gordons geheime Mofa-Vorräte. Ich habe den Deckel vergessen. Geht weiter. So, jetzt habe ich im Halbdunkeln erstmal dieses Ding geholt. Jetzt geht's weiter. Jetzt sieht man einen Schweißpunkt kriegen hier. So, zieh die Tür wieder zu, wa? Aber gerade so. Hier, das hier. Schöne Spüli, ne? Das ist Autoüberbrückung Spezialspüli. Limonenfrisch. Jetzt bin ich gespannt. Nehmen wir dieses limonenfrische Spezialspüli und köppen das mal in diesen limonenfrischen Spezialvergaser. So, oh, war neben, egal. Ein bisschen kann er wohl kriegen, das ist ja kein kleiner Motor. So. Vielleicht können wir damit ja so ein paar tote Geister wieder wecken. So, ich steige mal wieder hier hin, dass ich in der Luft liegen sollte. Seid ihr wenigstens live dabei. Ist das ein Deal? Das ist ein Deal, ne? Ja, ja. Los geht's. Alter. Gordon, weißt du, so ein Late-Night-Gordon. Mit so einem Late-Night-Gordon wäre das ein bisschen einfacher. Aber egal, komm. Ups. Ob das eine gute Idee war, so zu kleckern? Schluck saufen. Weiter geht's. Ich zieh den Schuppen noch ein bisschen weiter raus. Wie hilft das? Okay, dann geht nicht mehr weiter raus.
Metalltank aktuell out of order ist. Kannst du mit dem Originalsprit im Tank den alten ranzigen Kacksprit wird nicht mehr viel. Aber ich guck mal eben. Ich fülle noch mal ein bisschen was nach hier. So. Dann gib mir noch ein bisschen weniger Schok. Soll ich übertreiben, diese Angekisten, die machen auch gerne einen Flammenwerfer. Und ich glaube so langsam, das wird gleich einer. Dass ich aufpasse. Bei dieser scheiß Leckerei. So, ein Versuch noch. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, müssen wir uns eine Zuladung bauen für einen separaten Tank. Also der klingt ja auch gar nicht mal so mega scheiße. Das heißt, dass der, ich denke mal, das Problem, was der Wagen eher hat, ist der Anlasser. Der ist ein ziemlicher Ranzhaufen. Aber ihr seht ja, er macht was. Also er hat Bock. Er hat Lust. Das heißt, mein Wille, ihn so anzuschmeißen, ist größer geworden. Wohin wollen wir uns denn die Leitung her? Hier ist Zulauf, Vergaser. Das macht man nicht viel Sinn, weil er hat nämlich hier, da unten runter, die Benzinpumpe sitzt hier, ne? Warte, wo ist die Benzinpumpe? Hier, da ist Benzinpumpeneingang, und das ist hier Benzinpumpe Ausgang. Und dann geht die Benzinleitung, oh, die geht ja richtig schön hier oben lang. Träumchen. Da ist Benzinleitung hier, das hier. Yeah! Das ist gut, da kommen wir super ran. Hä? Die geht hier am Verteiler lang, nach unten weg? Wer hat denn die Leitung verlegt? Ein Spritfilter, oh, das ist hinter. Nee, komm. Nee, das kann doch so nicht. Nein, das wäre total. Das war total unlogisch. Guck mal, da, zack, rein. Okay, gut. Das ist da, Pumpe, Ausgang, Eingang. Oh, das ist ja nur heiß geworden. Pumpe, Eingang, Ausgang, scheißegal. Es geht dann da hoch und geht hier lang. Wie sagt er denn? Zwei Leitungen, zwei Zulauf. Ein Rücklauf hat er wahrscheinlich auch. Die Frage ist jetzt nur, was ist Zulauf, was ist Rücklauf? Ich würde gerade sagen, der größere ist der Zulauf. Der hier. Wir müssen hier die oberen irgendwo abschrauben. Zack, 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 der geht da hinten lang. Wenn wir eine Schelle gleich finden, wäre umso besser. Dann können wir hier so abschrauben und dann können wir da einen Kanister reinstecken und fertig. Alter, das ist ein einziges Stück, die Leitung. Ununterbrochen ein Stück. Super toll. Und das Auto. Oh nein. Oh. Also muss ich, egal was ich tue, ich muss für irgendwas kaputt machen. Also sieht so aus, als würde er zwei Kraftstofffilter kriegen. Einen für den Vor-, einen für den Rücklauf, weil ich wahrscheinlich beide abschneiden werde. Aber der hat doch keinen Rücklauf, das ist ein Vergasermotor. Der hat ja auch nur einen Eingang in den Vergaser rein, oder nicht? Oder dahin? Dahin, Überlauf. Nee, das ist ein Kabel, der ist ein Torx-Schlauch. Da ist Eingang, das kann nicht sein, Alter, der hat doch keinen Rücklauf. Der Benzinpumpe vielleicht, wenn der so viel kriegt, das könnte ich mir vorstellen, aber sonst? Aber wenn ich jetzt nur einen anschließe, dann habe ich das Pech, dass eventuell, dass er den Kram auf seinen Kanister rauszieht und dann kommt die Corsa-Nummer wieder. Mal 2.0 über den Corsa A. Das heißt, wir sollten bei der Leitung durchknipsen. Oder wir gucken mal nach, ob der überhaupt Sprit zieht. Vielleicht können wir jetzt ja auch einfach mal Sprit auf den Tank draufkippen, dann kommt was raus. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Sagt die Tankanzeige was? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Tankanzeige können wir nicht vertrauen, die ist ein Verräter. Die sagt nämlich, die ist voll, übervoll. Und dieses Auto ist alles, alles im Leben, aber niemals vollgetankt. Das glaube ich nicht.
Das halte ich für ein Gerücht. Das habe ich halt ein Problem. Ne? Ich weiß nicht, ob das Ding wirklich Vor- oder Rücklauf hat. Die scheiß Spritpumpe von dem Teil. Das ist die Frage. Jetzt gucke ich gerade mal nach. Ich hab einen einzigen Vergaser vor Ort, habe ich. Das ist mein Pontiac. Der ist ja auch ein. Aber es ist ein 302er, kein 305er oder irgendwas. Den müsst ihr auch so eine Pumpe haben. Ich gucke mal kurz nach, ob er vielleicht auch zwei Schläuche hat, die reingehen da. Das wäre ja zum Beispiel ein Indiz dafür, für das, was wir halt so wissen da. Gucken wir mal. Benzinpumpe bei dem liegt, glaube ich, hier. Zack. Spritfelder und das ölige Ding. Nee, das hat einen Zulauf, einen Rücklauf. Ja, hat er wirklich. Bei dem ist er aus Metall, siehst du was? Und da ist auch ein Filter drin. Denn mit dem Filter ist vielleicht der Zulauf. Scheiße, das heißt, wir müssen beide Schläuche cutten. Beide Schläuche abschneiden und einen Kanister legen. Dann müssen wir die Kiste eigentlich mit Kanisterstoff laufen. Machen wir das? Ja, wa? Scheiß was drauf. Und dann müssen wir einen Verbinder besorgen dafür oder irgendwas. Weil dem Tank traue ich mal weg. Einer Weile können wir einfach Sprit auf die Karre draufkippen und gucken, ob er damit läuft. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme die Kanister nochmal erstmal. Und wenn ich weiß, dass er damit läuft, dann kann ich mir forsche ich mal nach, warum der Tank nicht funktioniert. Irgendwie so. Schwer. Echt. Echt schwer. Ich schraube eine Leitung ab. Puste mal rein. Kommt man an der Leitung ran? Habe ich noch einen Filter und zum Gegentesten? So gucken, ob die Leitung offen ist zum Tank. Ich arbeite mit Originaltank von dem Auto. Dann mache ich nichts in den Arsch, dann muss ich das so abkerkern, sauber machen und schon ist das. Nee, ist der bessere Weg. Das heißt, wir kippen da Sprit drauf auf die Karre. Vorher müssen wir mal kurz gucken, ob wir eine für die Leitung und durchschneiden. Wird dann die dickere schneiden wir durch von denen hier. Und damit gucken wir erstmal, ob der Tank wegs- und tankfrei ist. Aber vorher, bevor ich das mache, suche ich erstmal, ob ich ein Rohr finde, ein Verbindungsrohr oder vielleicht einen Filter oder sowas, den ich dazwischen stecken kann. Weil sonst schneide ich mir das eigene Fleisch. Bruder? Das ist er. Mit dem Filter arbeiten wir jetzt. Gucken wir mal, schneiden wir das nochmal auf und dann pusten wir mal in den Tank rein und gucken wir erstmal, ob da jetzt irgendwie was drin blubbert. Und wenn ich jetzt nicht in den Tank reinpusten kann, dann weiß ich schon mal, dass irgendwas da nicht stimmt. Wenn da nichts drin blubbert, dann wissen wir brauchen Sprit. Dann gehe ich Benzin holen, mach da Benzin drauf. Wenn da was drin blubbert, weiß ich, da ist Sprit drauf, dann zieht sich den Sprit nicht. Und hier, wenn ich gar nicht durchpusten kann, ist Tank dicht. Also irgendwie so. Ich habe eine ganz einfache Geschichte und so mache ich gar nicht mehr so viel kaputt. Wäre eigentlich ganz cool, weil eine durchgehende Leitung, die doch gar nicht mal so alt aussieht, die vielleicht maximal 15 Jahre alt, das sind wir noch nicht von ab, die wollen wir nicht kaputt machen. Dafür wären wir hier gelandet, Mann. Dafür ja traurig drum. So, gucken wir mal. Also sieht ziemlich trocken aus, ne? Bäh! Ekelhaft! Dicht! Und er hat ein Rückschaltventil, das kann natürlich auch sein. Wir testen wir das mal aus mit Pressluft. Ich glaube, es ist dicht. Es wirkt so ein bisschen dicht auf mich. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber. Ich glaube, das kann ja mehr zu Hause. Kann ich nur schlecht hören, weil der Kompressor gerade so laut ist. Ich mache mir den Tankdeckel hinten ab, schon blubbert, aber ich glaube, der Tank ist im Arsch. Hoffentlich nicht. Nochmal laufen, Tankdeckel ist jetzt auf. Sieht gut aus. Einfach mal den Spieß umdrehen. Pass mal auf. Gucken, ob wir so ein Spritschießen kriegen. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Schlauch und der müsste ja gleich kleckern, wenn ich Druck auf den Tank mache. Das heißt, wir müssen Putzlappen. Ich nehme die Luft und mach mal Druck auf den Tank. Guck, was dann passiert. Eben warten, bis der voll ist. So, jetzt muss losgehen. Hm.
Der hat gerade ein Furzgeräusch gemacht. Guter Anfang. Nix. Gar nix. Aber pass mal auf, bevor ich den Filter ins Korn schmeiße, habe ich den anderen aufgemacht. Das mit dem Filter ist der Rücklauf, glaube ich. Weil da kann ich durchpusten. Das puste ich nochmal da rein und ich glaube, das puste gleich da raus. Warte, ihr guckt mal hier und ich für dich arbeite, okay? Warte, hier, stell ich mal irgendwie hier hin. Ah! Nee, Aha! Jetzt aber. Probieren wir mal. Ich glaube, der Tank ist noch leer. Gut, ne? Halbe Stunde jetzt rumgetüdelt, um herauszufinden, dass der Tank leer ist. Aber so wissen wir es auf jeden Fall. Ich glaube, der Tank ist gar nicht mehr kaputt von dem Auto. Ah, komm schon! Am Ende müsste der hier frei sein dann, der Rücklauf. Auf der Richtung. Also ist trotzdem noch so ein bisschen strange. Die ganze Geschichte. So. Scheiße, Alter. Scheiße. Das heißt, in einem Kanister erstmal. Stecken die Scheiße in den Kanister rein, gucken, ob das Ding überhaupt läuft. Die Ventilpumpe funktioniert und so. Aber ich glaube, der Tank ist gar nicht mal kaputt. Ich glaube, da ist nur ein Rückschlagventil oder sowas drin. Irgend so ein Zauberteil. Irgendwie sowas in der Art. Hoffentlich. Also, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, das war eine ziemlich komische Fehlersuche, aber die hat irgendwie funktioniert. Und ich habe astreinen Schimmelgeschmack im Mund. Lecker Pilz. Und ich mag eigentlich keine Pilze. Ob wir noch einen annähernd vollen Kanister haben, wo beide Schläuche reinpallern können, der sich nicht zerlegt, wenn wir den Motor starten. So, Kanister ist unterm Auto. Ihr seht ihn, glaube ich, gerade gar nicht, ne? Aber hier, guck mal, hier ist er. Da. Darf nichts passieren, weil ich nicht fahre. Gucken, ob wir ihn jetzt ankriegen. Ich bin gespannt. Ich werde mal schauen, ich werde aber meine Spritscheiße noch mal ein bisschen in den Vergaser reintüdeln. Und dann mal gucken, was er sagt. Alter, wünsch mir Glück. Wirklich, wünsch mir wirklich Glück. Das kann wieder ein bisschen strange werden, die Nummer hier. Schimmelerweckung.
Aber das klingt ja richtig langweilig, der Motor. Alter, ist die Halle hinten vernebelt. Ich würde nicht wissen, wie viele Finger da hinten rausliegen. Nochmal. Schön sauber und rund, ne? Also sauber und rund, der läuft ein bisschen scheiße, aber der läuft auf jeden Fall. Also irgendwie läuft der. Und wenn er auf der Hitzhalle ist, ohne Schock, läuft er auch relativ gut. Also sobald ich loslasse, hat er keinen Leerlauf. Aber bisher sieht ja alles dicht aus, oder? Also können wir doch eigentlich weiterspielen mit dem Ding, oder sehe ich das falsch? Kann nicht viel passieren, ist ja Wasser drauf. Lüfter ist ja auch immer am Start. Dann müssen wir doch eigentlich gleich wieder laufen. Aber soundmäßig bin ich voll enttäuscht. Der hat ja gar keinen Auspuff, gar keinen Motorsound. Der klingt ja überhaupt nicht nach einem Auto. Der klingt ja voll. Der klingt ja. Weiß ich nicht, wie der klingt. Halt nicht V8-mäßig. Da fehlt richtig was. Ob das auch kommt? Weiß ich nicht, ne? Gut, der hat einen Rauchdinger da hinten an. Das geht aber noch. Also ich würde sagen, wir reißen ihn nochmal an. Was sollen wir sonst machen? Übrigens, Tankanzeige funktioniert. Der hat noch 15 Liter im Tank. Das heißt, irgendwas stimmt mit unserer Spezialgeschichte dann nicht. Dass er vorhin nicht ankommt. Ja, die sieht glaubwürdig aus. Aber siehst du hier 4 Gallonen? Kann ich schon nicht sehen. Haben wir hier. 4 Gallonen und 15 Liter. Sieht da echt ganz zufrieden mit aus. Schon mal ganz cool. Aber irgendwie bin ich so ein bisschen. Oder Motor, ich sag mal. Der klingt, nach nichts halt. Findet ihr nicht? Ohne Schock jetzt, ohne alles. Ohne Gas. Eine V6-Abgasanlage im Camaro. Boah, Servo geht. Guck mal. Servo geht schon mal. Scheibenwischer? Geht nicht. Kupel geht nicht. Bremse? Finde ich gar nicht. Gang geht auch nicht. Wesentlich so nicht. Komisch. Lass uns ein bisschen warm, Ticker. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja gleich eben ein bisschen Leerlauf. Da muss ich mal genauer angucken können. Während des Motorlaufs. Weil aktuell kann ich ja nur hier stehen und Gas halten. Kudelige Kiste, Alter. Das stimmt was nicht.
Das ist viel zu leise. Ich glaube, der Auspuff ist dicht. Schätze ich. Gas mal hinten raus, alter Schwede. Das stimmt mit der Karre doch nicht. Da stimmt doch gewaltig irgendwas nicht. Hau ihn euch an. Das ist doch kein V8. Das ist doch peinlich. Das ist jetzt nicht ganz die Musikorgel, die ich mir jetzt vorgestellt habe. Also, Fakt ist, das Ding müsste eigentlich ganz anders klingen. Warum klingt das Ding so komisch? Wegen der Abgasanlage. Brauchen wir nicht überreden, ist Fakt. Ne? Das Problem ist jetzt nur, was ist mit der Abgasanlage? Da ist irgendwas randdefekt, beziehungsweise, ich schätze, der Auspuff ist dicht. Oder irgendwas in der Art. Weil du merkst auch, dass der vorn so ein bisschen rauspufft. Und wenn ich ihm jetzt Gas gebe und einen halben Schok reinmache, hat er irgendwie so einen rödeligen Leerlauf, so wie jetzt. Also wenn ich Gas gebe, hat er auch Bock. Aber du merkst halt, irgendwas bremst ihn. Das heißt, wenn wir jetzt weiter rumtödeln, machen wir ihn eventuell kaputt, beziehungsweise haben wir zu viel Gegendruck in der Abgasanlage. Irgendwas stimmt da nicht. Das heißt, wir müssen den Krümmer abschrauben, um mal zu gucken, wer da überhaupt zu Hause ist, ob da einer drin lebt. Weil eben, das ist ja ganz komisch. Den Abzuschrauben wird, glaube ich, lustig, weil ich habe auf der Bühne was gesehen. Da hat nämlich der Schweißer gerade zugeschlagen. Ob der Cut vielleicht dicht sitzt? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, tatsächlich. Weil der Auspuff ist hier extrem heiß. Es ist wirklich heiß hier. Aber genau hier, wo der Cut sitzt. Ob der Cut dicht ist? Kann ich mir vorstellen. Da vorne ist das Hosenrohr, da ist was zwischengeschweißt. Ich habe das noch original liegen. Ja, der ist viel zu heiß, der Auspuff. Der ist richtig brödelig heiß, im Gegensatz zu dem, was hinten ankommt. Ich glaube, der Cut ist dicht. Standschaden, vielleicht ist er defekt oder irgendwas in der Art. Hat er meinen Camaro auch mal, tatsächlich. Da braucht er tatsächlich einen neuen Cut am Ende, weil den Cut muss ich nämlich leer machen. Okay, ist doof. Fakt auf jeden Fall ist, das hier ist ein, den haben wir irgendwie von der Eintauung her nach ohne Cut, ne? Das heißt, wir könnten rein theoretisch, ach, das brennt, das Auto, es brennt. Das brennt. Das Auto selber jetzt nicht so, ne? Aber ihr seht, das seht ihr diese Rauchschwaden hier. Hier ist richtig einer zu Hause vorm Cut. Der Cut ist dicht. Deswegen läuft die Karre auch so ranzig. Schätze ich. Standschaden. Irgendwas ist im Auspuff. Irgendwas lebt da drin. Irgendwas hält die ganze Scheiße zu. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir mal irgendwie das Ding auseinanderkriegen. Der Auspuff ist runter. Ah, das geht das nicht. Problem ist für uns jetzt, das ist eine Hebebühnenaktion. Die Hebebühnenaktion können wir jetzt nicht starten, weil die ist gerade belegt mit diesem wunderschönen 1.8T da vorne. Die ist Gordon gerade fertig für mich. Gut, das heißt für uns, Camaro Folge 1, läuft er nicht, ist erstmal die letzte Folge. Jetzt kommt für mich nochmal ohne euch die Folge, alle Teile aus dem Ding rauszuräumen, das Ding irgendwie sauber zu machen, damit man da nicht das Kotzen drin kriegt. Und sobald der nächste Moment frei ist, wo die Bühne da ist, ein bisschen Zeit hat, morgen haben wir da ein paar hier Bühnengäste auf dem Auto, auf der Bühne, dann machen wir mit dem Camaro weiter und dann gucken wir mal, was damit los ist. Weil ich sag euch, wie es ist, auch wenn ihr das Ding jetzt sagt, voll der Scheiß, wie klingt das Ding so kacke und sowas. Ich zeige euch mal, wie das Ding eigentlich klingen müsste. Okay? Wie es eigentlich klingen müsste mit einem ähnlichen Setup wie unter dem Auto. Okay? Würde ich jetzt gerne meine normalen Kamera starten. Kann ich aber leider nicht, weil Synthesizer ist ein Arsch. War kein Problem, kriegen wir gegurkt. Aber ist eh ein Einspritzer.
Ich sage das mal dem Pontiac hier, der bis zu dem Vergaser V8 klingen sollte. Und so klingt er auch bald. Muss er bald klingen, weil so wahr ich eine Gurke bin, klingt er nachher so. Pass auf. Na, Steffi, alles gut? So klingen die eigentlich. Das ist Kaltstart. Ohne Joke. Wisst ihr, was ich meine? Das müssen wir ändern. Der Klang von dem Motor, der ist ein Verbrechen in die Menschlichkeit. Das geht gar nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Die ganze Aufräumscheiße mache ich alleine. Die ist eh langweilig für euch. Da soll ich dann extra Teil rausdrehen. Wäre voll der Schwachsinn. Das heißt, bis morgen, Freunde. Mal gucken, wie es weitergeht. Flippern wir mit dem Camaro auch direkt weiter. Von 1.8T wollte ich mir so nebenbei mit einbauen. Übrigens, damit ihr mal von 1.8T gehört habt, was ja eigentlich eine Phase ist, habe ich gekauft, also Community, den Wagen. Der ist hier, wie soll ich sagen, der ist gar nicht mal so oberscheiße. Der ist so ein bisschen scheiße. Vor der Achse alles ist neu bei dem Auto, schon vorher gekommen, das hätte ich gar nicht gekauft, weil 3B kauft man nicht mit alter Vorderachse, weil es ist die sogenannte Arschlochschraube. Jeder Schrauber kennt sie. Dementsprechend, der riecht voll brand, der Camaro. Ich glaube, dass wir gerade ein Feuer im Cut haben in dem Auto. Und deswegen raucht das hier so. Das qualmt so aus dem Auspuff raus. Diese komischen Dinger hier, dieses Schmauchzeug hier, guck mal. Frag mich nicht. Fackel mir nicht ab, mein Freund. Fackel mir nicht ab. Den Tank kriegen wir aber auch wieder hin. Das geht aber auch so eine Bühnenaktion. Das heißt, das Ding hat ein, zwei Videos. Ich will das Ding auf jeden Fall, dass es zum Laufen kommt, dass es fährt, will ich das haben. Und ich möchte tatsächlich auch das Ding so weit haben, dass wir das Ding auch lackieren und vorbereiten können. Weil TÜV-mäßig, das sehe ich ja nicht mehr so Probleme. Der blinkt sogar jetzt wieder. Ah, naja, egal. Gut, 1.8T. Haubendämpfer ist ein Arsch. Man kennt ihn. Da. Erledigt. Wasser ist okay. Hat gerade einen Ölwechsel gekriegt. Weil der war so ein bisschen am Räucheln beim Kaltstart. Hat mir gar nicht gefallen. Öl ist schon drauf. Ne? Guck mal vorher nach, bevor ich hier irgendwas anreiße für euch. Öl ist schön voll und neu. Perfekt. Hat die Korn wieder selber übertroffen. Dann bin ich schon fertig. Ich muss heute früher nach Hause wegen Jody. Weil Jody ist nämlich hier heute krank. Sonst zur Kiste. Wir haben hier Leder-Alcantara-Kombination. Also voll edel. Handschalter. Fünfgang. Nee, es war ja nicht mehr. Komisch. Ihr seht, coole Farbe eigentlich, dunkelblau, mit hier verrosteter Heckklappe, ist eine scheiß Kombination. Innenraum, ich finde den Innenraum halt sehr geil für den Wagen. Der haut wirklich um, ne? Mit Ledertürpappen so, alles was geht. Schönes Auto. Aber ist auch Arbeit dran, bis der verkaufsfertig ist für uns. Hier noch Kram hinten drin, Ersatzteile dabei. Da liegen sogar noch Passatfelgen drauf vom W12, liegen noch hinten drin. Hier, guck mal, ist gegurkt mit so einem. Seht das? Da hat einer was gebastelt. Mit hier. Das ist ein Raptor-Zeug. Aber leider nur hier. Ja, leider nur da. Was komplett gewesen wäre cool gewesen. Oh, Passat. Man kennt ihn. Heckklappe durchgerostet. Yeah. Schön. Wenn man so einen Scheiß hat, dann macht man am wenigsten zwei Löcherlein rein mit einer Bohrmaschine. Hier unten vielleicht. Und hier. Dann macht das hier wieder ordentlich zu. Jetzt gammelt nämlich hier meistens immer durch. Und diese Klappen kaputt. Haben die alle. Das ist eine richtige Krankheit bei den Viechern. Eine richtige Krankheit. Sonst hier schöne Felgen dabei, aber die sind leider nichts mehr für uns. Die werden wir nicht mehr draufziehen. Ja, fahren tut er gut. Das heißt, so mega schlimm ist er nicht. Machen daraus halt eine mittelschwere Gurke mit neuer TÜV und für bezahlbares Geld. Guter Plan, finde ich auch. Alter, die ganze Halle ist verraucht. Seht ihr das? Komplett. Das ist er hier. Er ist schuld. Der Camaro. Fertig mit euch. Übrigens, bevor er sagt hier, was lachst du dir für eine Scheiße an da, ne? Der Camaro hier, der war früher schlimmer vom Zustand. Den habe ich auch hinbekommen. Also die Grundform. Ich meine, meine Jungs haben mir auch geholfen beim Schweißen und sowas. Aber wir haben den damals hier mit zwei Mann in meiner alten Halle
also vom Kanalweg noch bei meinem Vater einer Scheune. Da haben wir uns zum Laufen gebracht, haben wir ihn dann mal zusammengebaut mit irgendwelchen billigen Schlachtteilen und sind am Ende auch gefahren. Bin ich ganz stolz drauf, bis heute. Weil der andere Camaro das auch wieder kann, dann bin ich doppelt stolz drauf. Erst recht, Alter, ist er verqualmt hier. Wir sollten dringend mal ein bisschen hier Luft hier reinlassen. Ja. Merkst du gar nicht so. Gut, haut rein, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne noch mal einen Daumen oder so ein Abo da und so ein Scheiß. Ihr kennt das Thema. Ich bemühe mich halt für euch den Content und die Videos so abwechslungsreich zu machen, wie es geht. Ne? Und ich will mal hoffen, es gefällt euch. Und momentan haben wir auch coole Sachen am Start. Wie gesagt, auch die ganze Corsa A-Geschichte wäre obergeil. Ne? Der Wagen ist übrigens nicht weg, der ist immer noch hier. Ne? Nur halt für den aktuellen Standard reicht mir, springt immer an und läuft, reicht mir erstmal. Ein paar Tage bevor wir das erste Rennen damit bestreiten, machen wir dann ein paar Vorbereitungen, weil der Wagen soll wirklich Rennen fahren. Ich weiß noch nicht genau wo, aber der Plan steht. Und wenn der Plan steht, kommt die Ausführung irgendwann auch noch. Gut, jetzt haut rein, Freunde. Ich lasse den Rauch abziehen und räume den ganzen Camaro-Teil erstmal irgendwo hin, weil ich gar nicht weiß, wohin damit. Ich würde sagen, Europaletten holen und dann irgendwie auf Regale. Das ist die einzige Chance. Harry wird sich freuen. Ich würde vielleicht seine Regale indoktrinieren mit der Scheiße. Munter! Dum 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 d